So, Leute, heute wird's wieder ein bisschen komisch. Und zwar, oh Mann, ey, Paluten sucht sich eine Frau. Das Video ist von Lidiro. Schaut gerne bei Lidiro vorbei. Ist ein sehr, sehr guter YouTube-Channel. Wirklich. Also ehrlich, schaut da unbedingt mal vorbei. Lasst ein Abo und ein Like da. Oh Mann. Das wird wieder so komisch. Ah, so Videos, die über Paletto gehen. Ah. Okay. Baby, baby, baby. So, jetzt gucken wir mal weiter, wie ich hier weiter verarscht werde. Ganz genau. Hey, hey Leute, ihr wolltet Hallo. Unbedingt einen zweiten Teil mit Paluten haben. Ja? Also bitteschön, dieses okay. Video dient nur zur Unterhaltung. Also okay. Nehmt es... Ja, genau. Nehmt das nicht zu ernst, das Video. ...mit Humor an. Let's ja. go. Paluten bei der Partnervermittlungsagentur. Herzlich willkommen in unserer Partnervermittlungsagentur. Paletto steht auf Frauen. Alles klar. Suchen Sie sich eine Frau für eine feste Beziehung? Für alles. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock aufzuräumen und dann, keine Ahnung, noch einkaufen. Jetzt so als Beispiel. Herr Paluten, Ihnen ist schon klar, dass eine Frau nicht gleich ein Dienstmädchen ist, das alles erfüllen muss, worauf Sie keinen Bock haben. Wirklich? Ja. Ja, ja, es stimmt, Leute. Ich suche jemanden zum... Nein, das tue ich nicht. Das ist natürlich... Also nochmal ganz kurz. Auch hier, das ist zusammengeschnitten. So, also hoffentlich. Ich habe ja noch ein bisschen Kaffee. Ja, ob die auch Kaffee machen kann? So. Oh mein, ich bin auch echt gerade auch noch nicht richtig wach. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Wir machen einfach weiter. So funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Meinen Sie das gerade wirklich ernst? Ich wollte nur einen kleinen blöden Witz machen. Puh, ich dachte schon. Gut, dann erzählen Sie mir etwas detaillierter, welche ja. Art von Frau Sie genau suchen. Frische, geile, leckere... Wissen Sie, was... Ja, ja, frische, geile, leckere. Alles klar, okay. Sogar eine Geruchsoption. Junge. Ja, wonach soll Ihre Traumfrau denn riechen? So ein Elektronikgeruch von, wenn man eine neue Konsole oder so bekommen hat. Sie haben aber einen sehr außergewöhnlichen Geschmack, muss ich sagen. Ja, danke. Und wie viel soll sie ungefähr wiegen? 2000 Kilo. Warum ausgerechnet 2000 Kilo? Das Zeitkontinuum, also das Zeit einfach, ihr wisst es. Was? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Egal. Oh, sorry, da bin ich wieder. Oh, meine Nase. Das ist mittlerweile schon fast zu einem Ritual geworden hier in den Team-Paluten-Videos. Irgendwann wünsche ich mir, das wird die sinnloseste Compilation auf der ganzen Welt. Paluten putzt sich die Nase. Wer darf auch mal jemand ein Video machen könnte? Okay, es tut mir leid. Ja, ich suche da eine Frau. Ja, geil. Gibt es vielleicht auch einen bestimmten Frauennamen, den Sie besonders schön finden? Also, Sandra. Sandra, ein sehr schöner Name. Dann mal so... Sandra. Kennt ihr das? Liebe Sandras da draußen. Überhaupt nichts gegen euch. Wirklich. Überhaupt. Ihr seid bestimmt toll. Aber kennt ihr das, wenn ihr mit so einem Namen aus eurer Jugend irgendwas verbindet und der Name dann entweder positiv konnotiert ist oder negativ? Und die Sandras, die ich kannte, die waren immer ein bisschen komisch. Aber liebe Sandras da draußen, das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist nur wegen einer anderen Sandra. So eine Frage. Wie stellen Sie sich eine feste Beziehung vor? Mega cool. Das stelle ich mir richtig krass vor. Wenn du dann so... Und rein da. Wäre jetzt für mich nichts? Doch, eigentlich schon. Ich habe Hunger. Ich kann mir das nicht angucken. Stürze ich ab. Und nee. Ich habe zwar gar nichts verstanden, aber okay. Wollen Sie vielleicht etwas über sich erzählen? Also, ich bin Linkshänder. Benutze aber die Maus mit dem rechten Fuß. Ja. Wieso? Ich weiß es nicht. Alles klar. Haben Sie vielleicht irgendwelche besonderen Talente? Ich kann das schon hochziehen. Und das hier? Und was sind Ihre... Ey, ohne Witz. Woher hat sie... Also, wie findet sie diese ganzen komischen Clips? Das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte mich an dieses mit der Löwe hochziehen nicht mal mehr erinnern, dass es diesen Clip überhaupt gibt. Hobbys? Ich spiele hier die ganze Zeit mit dem Edding rum. Ihr Hobby ist ebenfalls sehr außergewöhnlich. Ja, haben danke. Sie sonst noch was drauf? Schreien und essen, aber auch nicht richtig. Na sowas, ich auch. Wir haben gemeinsame Hobbys. Ja. Gibt es noch etwas, was Sie gerne über sich erzählen möchten? Also meine Lieblingspose war, glaube ich, das hier. Und dann die Pose. Oder der... Und das ist wirklich kein Scherz. Mein Gott, was war das gerade? Sehr intime Szene. Warum zeigen Sie das mir? Kein Plan. Okay, gut. Stellen Sie sich so eine Situation vor. Sie treffen ein bildhübsches Mädchen auf der Straße. Oh, ja.
Ja. Welchen Spruch würden Sie liefern, um sie anzusprechen? Konnten Pinguine mal fliegen? Wer sind die Vorfahren von Pinguinen? Okay, okay. Das ist wirklich eine gute Frage. Haben wir das bis dato geklärt? Ich glaube nämlich nicht. Ich sag, Pinguine konnten mal fliegen. Ah, nee, die waren unter Wasser, ne? Nee, die kamen bestimmt aus dem Wasser. Pinguine. Egal. Aber gibt es vielleicht etwas, was romantischer ist? Kann ich mal kurz bei euch pingeln gehen? Denken Sie wirklich, dass Sie damit Ihr Interesse wecken werden? Ja, bestimmt. Das denke ich nicht. Sie könnten aber zum Beispiel ein romantisches Lied singen. Baby, 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 oh. Baby, 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 oh. Baby, 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 oh. Bitte, Justin Bieber, verklag mich nicht. Wissen Sie, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Ich bin vielleicht nicht unbedingt so der Frauenversteher. Haben Sie denn Vermutungen, woran das liegen könnte? Ich habe einfach nicht so einen krassen Schnurrbart. Ja, habe ich tatsächlich nicht. Da wächst nichts am Schnurrbart. Und manchmal, wenn ich dann vergesse, mich zu rasieren, dann sieht das in den Videos manchmal ein bisschen komisch aus. Und so schreiben die Leute immer, oh, Paletto, dein Bart, hör auf damit, das zu schreiben. Ja, mir ist es klar, dass das dann komisch aussieht. Aber nee, ich habe nicht so einen richtigen vollen Bartwuchs. Aber was will man machen? Was will man machen? Lieber kein Bart als, keine Ahnung, keine Haare. Aber gut, wir kommen jetzt zum letzten Part. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fotos von Frauen zeigen, die laut Ihrer Beschreibung zu Ihnen passen sollten. Oh ja. Und ich hoffe sehr, dass wir Ihre Traumfrau finden werden. Okay, Leute, wir werden jetzt zusammen gucken, ob das gut ist. Go. Was sagen Sie zu dieser wunderschönen Frau? Was da oben klebt, finde ich widerlich. Ah, verstehe. Eine Frau mit einer kleineren Oberweite, ja? Ist sie? Ich hatte auch immer Karotten dabei. Welche Karotten? Aber gut, was sagen Sie dann zu dieser Frau? Junge, das ist ein wirklich harter Stich ins Herz. Und was passt Ihnen hier nicht? Ja, komm, ganz ehrlich. So ein richtig abgenudelter Kugelschreiber. Okay, und Sie? So ganz kleine Dinger. Ich dachte, da kommt jetzt Manuel oder so. Nee. Vielleicht diese Frau hier? Du machst mir hier komische Vorschläge. Was ist denn das? Das war Scarlett Johansson. Wollen Sie mich komplett verarschen? Aber warten. Nee, die ist super. Widow. Oh ja, ja, ja. Ja? Black Widow. Oh yeah. Na endlich, super. Also bleiben wir jetzt bei der letzten Kandidatin. Nee. Wie? Nein. Natalie Portman. Das macht vermutlich keinen Sinn. Ich bin auch noch müde. Wissen Sie was, Herr Paluten? Ja. Sorry. Was denn? Alles ist gut. Danke, tschüss. Warten Sie. Wollten Sie nicht was zum Abschluss sagen? München. Ihr braucht mehr öffentliche Toiletten. Nein, das andere. Ja, das stimmt. Vergessen. Daumen nach oben und so weiter. Schaut unbedingt bei Letiro vorbei. Ja. Absolut geiler Channel. Macht das. Like ist da, Abo. Ist wirklich ein absolut geiler Channel. Logge aktiviert und jetzt, Lina. Ja, genau, danke. Und vergesst natürlich nicht bei Paluten vorbeizuschauen und ebenfalls einen Daumen nach oben und ein Abo. Ja, Leute, jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt schon das zweite mega geile Video, beziehungsweise was jetzt direkt über uns geht oder um mich. Aber ansonsten hat sie ja auch super coole Videos. Und bevor jetzt wieder jemand sagt, oh, Paluten, stehst du auf Diro? Nein, es ist überhaupt nicht. Ich finde einfach nur, sie macht coole Videos. Warum muss man immer jemanden, nur weil es das andere Geschlecht ist, direkt irgendwas, also wisst ihr, was ich meine? Einfach ein cooler Channel. Sie macht geilen Stuff. Supportet sie, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut da unbedingt mal vorbei. Lasst ein Abo da und danke für das tolle Video. War geil.